Hallo und herzlich willkommen vom geilsten Uniliga-Standort in Deutschland. Wir sind heute hier in Jena mit den absolut sympathischsten Mannschaften und Walters Frösche. Auf eurer rechten Seite seht ihr Pfeiffer 10, auf eurer linken Seite war es Matthias, glaube ich. Wie sieht's aus im Abstiegskampf? Ihr habt ja heute doch mal einen Punkt geholt, oder? Wir haben heute leider geil den wahrscheinlich amtierendsten Meister geschlagen mal wieder. Und ich denke mal, wir sind vorne mit dabei und es wird wieder der Titel. Ich relativiere das Ganze mal in 5 Spielen 4 Punkte oder sowas. Also ich glaube, ihr seid ganz tief im Abstiegskampf. Erste Liga ist hart, aber wir spielen vorne mit und das ist auch gut so. Okay, absolut realitätsfern wie immer. Tom, willst du noch was dazu sagen zu unserer absoluten Lieblingsmannschaft der Uniliga? Naja, weil das Frösche sind schwer gestartet in die erste Liga. Erste Liga dieses Jahr das erste Mal dabei in Jena mit leider geil. Was waren die für ein Platz in der Königsklasse nochmal? Ich weiß es nicht genau. Waren die Dritter, okay. Also der Dritte der Königsklasse spielt in der ersten Liga, weil das Frösche haben es nicht leicht gehabt. Ungeschlagen. Sind bisher angeblich ungeschlagen. Wenn sie Glück haben, steigen sie nicht ab. Also Glückwunsch an euch Jungs zu den 3 Punkten heute. Ja, sehr gern, sehr gern. Die 3 Punkte habt ihr gegen Leider Geil geholt? Die 3 Punkte haben wir gegen Leider Geil tatsächlich geholt. Und ich wollte auch noch sagen, Jena, Gillette Uniliga, ist da wirklich der beste Standort ganz Jenas für die Uniliga. Ist wirklich ganz toll. Und die Orga ist auch wirklich, nee, ganz Jenas. Deutschlands glaube ich nicht, aber Jenas ist auf jeden Fall, da sind sie voll dabei, da sind sie voll vorne dabei. Und ich wollte auch noch Danke sagen an Tierner Torschützenkönig, weil das Frösche, Christoph Kammerer, ganz groß. Jetzt ganz kurz nochmal hier. Letzte Saison 13 bis 18 Buden geschossen. 28. Glückwunsch, Christoph, und so viel von Jena. Wir sehen uns später.